Meine Damen und Herren, Sie können sich vorstellen, dass wir heute ein Thema behandelt haben, nämlich die Wahlergebnisse gestern am Sonntag. Ich möchte darauf hinweisen, dass der Sonntag davor die Kommunalwahlergebnisse in Hessen im Grunde den gleichen Befund beinhalten. Wir haben es also nicht mit einem Einzelereignis gestern zu tun, sondern mit einem Gesamttrend in der Bundesrepublik Deutschland. Diese Wahlergebnisse sind ein politisches Erdbeben in Deutschland. In den letzten Monaten hat sich die politische Landschaft in Deutschland grundlegend verändert. Man kann das an der Zahl der Direktmandate der Grünen in Baden-Württemberg ermessen, die von 70 46 Direktmandate haben, an den AfD-Direktmandaten in Sachsen-Anhalt, an der Tatsache, dass selbst in Sachsen-Anhalt und Baden-Württemberg eine große Koalition auch rechnerisch nicht möglich ist. Und deshalb, meine Damen und Herren, kann die Antwort auf diese Ergebnisse nicht einfach sein. Die Politik ist richtig und wir brauchen nichts ändern. Wir haben sehr klar heute noch einmal festgelegt, unseren Kurs, den wir seit September des letzten Jahres vertreten. Übrigens waren in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz die Wählerumfragen über lange Zeit im September und im Herbst bei über 40%. Und deshalb ist die Schlussfolgerung, dass diese desaströsen Wahlergebnisse auf die Politik der letzten Monate zurückzuführen ist, richtig. Und deshalb kann auch die Antwort nicht einfach sein. Wir behalten diese Politik, die diese Ereignisse herbeigeführt hat, bei. Wir wollen als CSU, dass dies korrigiert wird. Wir haben immer gesetzt auf die Humanität im Umgang mit den Flüchtlingen hier bei uns im Lande, was einschließt die Nulltoleranz gegenüber Ausländerfeindlichkeit, Antisemitismus und Hassparolen. Wir setzen zweitens auf die Integration der schutzbedürftigen Flüchtlinge, wo wir Vorbildliches für ganz Deutschland hier in Bayern leisten. Und wir setzen weiterhin drittens auf die Begrenzung der Zuwanderung. Wenn im Moment weniger Flüchtlinge kommen nach Bayern und Deutschland, dann liegt dies nicht daran, dass in Berlin dafür die Entscheidungen getroffen worden wären, sondern es liegt an den Reaktionen, an den Taten der Länder an der Balkanroute. Und ich darf noch einmal heute auf die Äußerung des Bundeskanzlers der Republik Österreich verweisen, der die Bundesrepublik Deutschland zur Formulierung einer Obergrenze auffordert. Nur diese Reaktion der Länder an den Balkanrouten haben jetzt aktuell zu der Begrenzung der Zuwanderung in die Bundesrepublik Deutschland geführt. Nun steht in dieser Woche das Gespräch erneut an zwischen der Europäischen Union und der Türkei und auch der EU-Gipfel. Wir haben heute nochmal vier Punkte beschlossen, die ich auch einbringe in das Parteiengespräch zwischen CDU und CSU am Mittwochabend. Und wir setzen natürlich darauf, dass unsere Abgeordneten in Berlin das auch heute Abend, morgen in der Fraktion, dann im Deutschen Bundestag ausreichend zur Sprache bringen. Wir wollen deutlich machen, dass die deutsche Bundesregierung Wert legen muss auf die Feststellung, dass für uns eine Vollmitgliedschaft der Türkei in der Europäischen Union nicht in Frage kommt. Zweitens, dass wir keine volle Visafreiheit wollen und dass dies unter allen Umständen vermieden werden muss. Drittens, dass bei der angedachten Lösung, dass wir
Kontingente von Syrien-Flüchtlinge in Europa übernehmen. Alles getan werden muss, dass dies kein deutsches Kontingent wird, dass im Grunde sich nichts an der Situation verändert, nur die Tatsache, dass die Flüchtlinge dann künftig als legal bezeichnet werden, aber im Wesentlichen dann in Deutschland aufgenommen werden. So hat die Bevölkerung und will die Bevölkerung das auch nicht verstehen. Und viertens, es ist auch eine Pflicht der Bundesregierung, in nachvollziehbarer, öffentlich erkennbarer Form darauf hinzuweisen, dass Realpolitik seit jeher zum Umgang zwischen Staaten gehört. Deshalb haben wir immer auch diese Gespräche mit der Türkei bejaht, aber dass der Zweck nicht alle Mittel heiligt. Und deshalb muss klar gemacht werden, dass die innerstaatliche Befindlichkeit, wenn es um Religionsfreiheit, um Meinungsfreiheit, um Menschenrechte, um Pressefreiheit geht, dass dies auch von einer deutschen Regierung deutlich identifiziert werden muss, auch kritisiert werden muss. Man kann nicht aus der eigenen Interessenslage hinaus solche Dinge unter den Teppich kehren. Das halten wir für unerlässlich vor dem Hintergrund auch der gesamten Situation in der Türkei. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass der Staatspräsident jetzt ja erklärt hat, dass er das Verfassungsgericht auflösen möchte, wenn es im Hinblick auf Journalisten nicht zu Urteilen kommt, die dem Präsidenten gefallen. Das kann nicht so bleiben. Dafür werden wir in dieser Woche hart arbeiten. Wir haben insofern eine veränderte politische Situation, weil als Reaktion auf den Protest Leid, möchte ich ihn mal bezeichnen, die FDP eine Renaissance erlebt und auf der anderen Seite die AfD sich im zweistelligen Bereich etabliert hat. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, solche Veränderungen der politischen Entwicklungen, ich habe es ja in verkleinertem Maßstab in Bayern, 2008 auch in Bayern übernommen, zu verändern, setzt voraus, dass man die Probleme nicht nur bezeichnet, sondern auch löst. Das ist die wesentliche Antwort auf diese Entwicklung einer Partei rechts von uns, die die CDU eigentlich genauso beunruhigen müsste wie uns. Und meine Damen und Herren, es ist eine Veränderung der politischen Lage, die auch an die Existenz beider Unionsparteien geht. So ein Problem, so eine Herausforderung zu bewältigen, kann man nicht in Wochen oder Monaten ermessen, sondern dafür muss man eher in Jahren denken. Ich habe vor einem halben Jahr erklärt, wir werden uns bei dieser Politik eingeleitet am 4. September auf einen Sinkflug einstellen müssen. Der Sinkflug hat sich beschleunigt. Ich habe erklärt, dass wir scheitern werden, gigantisch scheitern werden bei dieser Politik. Und wir stehen jetzt vor der großen Herausforderung, dieses Scheitern der Union über den Tag hinaus zu vermeiden, dies zu stoppen. Das kann man jetzt auch wieder wegdiskutieren und wegdrücken. Aber wir können gerne noch mal vor der Sommerpause über diese meine Aussage heute erneut eine Bilanz anstellen. Ich muss keine einzige Äußerung verändern und ich muss auch keine Prognose, die ich im September des letzten Jahres bei Umfrageergebnissen auch in diesen Ländern, die eine sichere Ministerpräsidentenwahl prognostiziert haben, verändern. Wir hatten in Baden-Württemberg über 40%, in Rheinland-Pfalz über 40% und in Sachsen-Anhalt im September 34%. So schnell verändert sich die Lage und die ist existenziell. Ich kann das heute nur wiederholen. Und nur eine Veränderung der Politik wird die AfD überflüssig machen und den Spuk dieser Gruppierung
Ich werde nach Ostern in Bayern eine Serie von Basisbegegnungen machen mit unseren Ortsvorsitzenden und Kreisvorsitzenden, um ihnen die Gelegenheit geben, uns mitzuteilen als Vorstand, uns ihre Meinung zu sagen, ihre Erlebnisse mit der Bevölkerung. Denn ich halte es für sehr problematisch, wenn in einer Gesellschaft die Meinung aufkommt, die Politiker handeln nicht mehr so, wie es die Bevölkerung erwartet. Hier geht es mir um die bürgerliche Mitte und nicht um irgendwelche Rechtsradikalen oder Irregeleiterten, die wir nach wie vor politisch massiv, gerade auch in Bayern, bekämpfen. Deshalb wahrscheinlich 5, 6, 7 Basisbegegnungen über ganz Bayern verteilt mit unseren Ortsvorsitzenden, mit unseren Kreisvorsitzenden. Die sollen Gelegenheit haben, mir ihre Position zu sagen. Und natürlich werde ich dann als Ministerpräsident und Parteivorsitzender auch unsere Maßstäbe noch einmal verdeutlichen. Es ist also insgesamt eine ernste Situation. Ich kann nur davor warnen, jetzt zu sagen, das sei eine Bestätigung für den Kurs der Bundesregierung und für die Flüchtlingspolitik. Denn das wird eher diese Entwicklung noch beschleunigen und bekräftigen. Nach einer Wahl einer Bevölkerung mitzuteilen, wir machen das schon richtig, aber ihr habt es bloß noch nicht richtig verstanden. Und deshalb brauchen wir auch nichts ändern. Das halte ich für eine sehr, sehr komplizierte inhaltliche Standortbestimmung. Wir wollen das ändern. Wir werden mit allen Kräften darauf hinwirken. Und ich bezeichne die Situation der Union insgesamt als äußerst ernst. Die Fortsetzung dieser Situation wird auch für die Bundestagswahl gewaltige Probleme heraufbeschwören, die sich vielleicht die meisten heute noch gar nicht vorstellen können.